Ach ja, Pokémon. Ich habe so viel Zeit mit Pokémon verbracht. Sei es auf meinem Game Boy Color mit Pokémon Blau oder auf meinem Game Boy Advance mit Pokémon Saphir. Aber auch der neueste Titel für den Nintendo Handheld, Pokémon X, sollte man nicht vergessen. So viele Regionen gibt es zu bereisen. Und was findet man in jeder dieser Regionen? Ja, natürlich eine Unmenge an Taschenmonstern. Es gibt die großen und die gefährlichen, die kleinen und süßen. Aber es gibt auch undefinierbare Kreaturen, bei denen man sich fragt, wie man auf solche Designs kommt. Und darum geht es in der heutigen Pokémon Top 10, um die 10 hässlichsten Pokémon in der Pokémon-Geschichte. Bedenkt bitte, dass diese Top 10 auf meiner Meinung basiert. Also wenn ihr eine andere Meinung habt, dürft ihr jene gerne in die Kommentare schreiben. Viel Spaß! Nummer 10. Sonnkern. Manche könnten sich fragen, wieso dieses Pokémon in der Top 10 für die hässlichsten Pokémon ist, da es doch so süße große Augen hat. Seine Augen sind eher hypnotisierend als süß. Also, wenn ihr dieses Pokémon süß findet, hat es euch gnadenlos hintergangen. Und auch das restliche Design, naja, es ist ein Kern. Mit zwei Blättern auf dem Kopf. Und gestreift wie ein Tiger. So ein ideenloses Design darf nicht mit den Streifen einer anmutigen Raubkatze verziert werden. Das hat es nicht verdient. Nummer 9. Schaut euch bitte diesen fetten Käfer an. Nichts gegen Menschen mit Übergewicht, aber wenn man sich Idomise ansieht, das totale Gegenstück von Volbeat, sieht man ein hübsches und gut designtes Pokémon. Und dann schaut man sich das an und denkt sich, naja. Das mich nicht ansprechende Design von Volbeat ist mir auch erst in Pokémon X und Y aufgefallen. Danke, ich hätte auch ohne diese Erfahrung leben können und uns wäre einiges erspart geblieben. Nummer 8. Granbull, eine Mischung zwischen einer riesigen Bulldogge und einem Schwein. Muss man noch irgendetwas zum Design sagen? Ich glaube nicht. Ach, ihr wollt doch etwas hören? Naja, wenn ihr es unbedingt wollt, es ist hässlich. Nochmal? Es ist hässlich. Seid ihr immer noch nicht zufrieden? Es ist hässlich. Ich hoffe, das genügt euch. Nummer 7. Um Rossana gab es in der vergangenen Zeit schon einige kontroverse Diskussionen, da das Design bis zur zweiten Generation als rassistisch empfunden wurde, weswegen ihre Hautfarbe ab der dritten Generation lila wurde. Es liegt aber auch nicht an der Farbe, dass Rossana in dieser Top 10 ist. Nein, dies ist definitiv kein Grund dafür. Es ist ihr Aussehen, welches ihr den Weg in diese Top 10 bereitet hat. Schaut sie euch bitte an. Was soll sie überhaupt darstellen? Man sagt, sie soll eine nordische Prinzessin darstellen. Aber ernsthaft? Eine Prinzessin? Dass sie nicht die typische Barbie-Prinzessin ist, ist klar. Jedoch eine Prinzessin? Wirklich? Schaut sie euch bitte an. Findet ihr das Design ansprechend? Ich werde für euch antworten. Nein. Nummer 6. In der fünften Generation kamen 150 neue Pokémon dazu, worunter leider einige sehr lieblos designt wurden. Bei Flegnoll war dies leider genauso. Wie designen wir ein Pokémon in weniger als 5 Minuten? Ah, wir nehmen einen Zubat und machen aus seinem Körper einen Wollknoll. Aber das ist doch noch nicht kreativ genug. Nein, wie wäre es, wenn ein Herz seine Nase darstellt? Dann sieht es doch sogar süß aus. So oder so ähnlich war wohl der Dialog zwischen Game Freak-Mitarbeitern, als sie Flegnoll designt haben. Und nein, es ist nicht süß. Da hilft auch kein einzelner Zahn, um es wie ein Baby aussehen zu lassen. Nein, einfach nur nein. Nummer 5. Valeminas. Ja, so stelle ich mir seinen Ruf vor. Der ist genauso schön wie sein prachtvolles Nasenhaar. Nee, aber ernsthaft. Was haben sich die Entwickler dabei gedacht? An sich ist zwar die Idee von dem Pokémon gut, da es einen Kompass darstellen soll und jede einzelne Nase eine Himmelsrichtung, aber mit diesem Haarbüschel haben es sich die Designer dieses Pokémon mit mir verscherzt. Nummer 4. Man nehme zwei gleich große Zahnräder, hängt ein großes hinten ran und dann nochmal ein großes Rad um die Zahnräder und yay, ein neues ideenloses Pokémon ist geboren. Ach ja, fünfte Generation. Wir lieben dich alle. Natürlich ist die fünfte Gen nicht so schlecht, wie es immer behauptet wird. Jedoch ist das ja ein großer Grund, wieso viele Fans enttäuscht wurden. Man verbraucht 3 ganze Slots im Pokédex für ein paar Zahnräder. Ein paar Zahnräder. Ein sehr schlechter Troll von Game Freak. Nummer 3. Ach ja,
der Sommer. Wenn es dann mal warm wird, dann kann man ja auch mal rausgehen und ein leckeres Eis essen. Ach ja, lecker. Aber was ist das? Es hat Augen. Oh, dieses Pokémon-Design, was rein zufällig auch aus der 5. Generation kommt, wer hätte das gedacht, ist wahrscheinlich ein Produkt eines Eistraumatas. Ihr wisst nicht, was ein Eistraumata ist? Um ehrlich zu sein, ich weiß es auch nicht. Aber irgendein Zeichner hat wohl in seiner Kindheit schlechte Erfahrungen mit Eis gemacht und das ist das Resultat. Nummer 2. Ach kommt, den habt ihr doch alle kommen sehen. Wie begründe ich aber jetzt, dass dieses Pokémon den Platz 2 für die hässlichsten Pokémon verdient hat? Das ist wirklich sehr, sehr schwer zu beantworten. Schauen wir es uns doch einfach mal an. Fällt euch irgendwas auf? Nummer 1. Ist es ein Fisch? Ist es ein Fußabtreter? Nein, es ist Flunschlig. Glückwunsch, du bist das hässlichste Pokémon aller Zeiten. Dir wird eine große Ehre zuteil. Nee, aber ernsthaft. Ich habe 9 Designs stark kritisiert. Und was soll ich zu dem hier sagen? Es ist ein Fisch, der von einem Bulldozer überfahren wurde. Ich hoffe, das genügt als Antwort. Ja, das war sie, Leute. Die heutige Pokémon Top 10. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß bereitet. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen, da das mir zeigt, dass es euch gefällt. Und außerdem habe ich sehr viel Zeit in dieses Video gesteckt und würde mich dementsprechend über Resonanz freuen. Und es ist ja auch nur ein Klick. Und vergesst natürlich nicht, mir in die Kommentare zu schreiben, was ich verbessern kann und gebt mir Vorschläge für weitere Top 10 Listen, sowie eure Platzierung der hässlichsten Pokémon. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann und ciao.